Moin, meine Lieben. Domination-Tipps hier. Ihr seht es vielleicht schon oben links am Rand. Ja, die Menge an Gold seht hier. Und wenn ich jetzt rufe, Let's Farm-Episode, dann will ich von euch einheitlich und im spartanischen Stil hören. Au, Spaß beiseite, Leute. Ich bin wieder da mit einer neuen Let's Farm-Episode. Komplett ungeplant. Ich saß eben an meiner Bachelorarbeit und habe die ganze Zeit so zwischendurch immer wieder mal einen kleinen Angriff gemacht. Ich weiß, das ist mega unproduktiv. Ich bin auch mit der Bachelorarbeit nicht wirklich vorangekommen. Ich glaube, habe andere Seiten geschrieben. Aber guckt euch mal die Angriffe hier an. Ich habe nichts verloren. Tatsächlich, ich hatte 2, 3 Angriffe, wo ich gar nichts verloren habe. Und die Beute war einfach immer sauber. Oft 400.000er Beute, mal ein bisschen kleiner. Hier habe ich mal Rache genommen. Aber alles in allem, ich bin wieder bei 5,7 Millionen. All meine Truppen sind fertig. Und ich habe einfach den Plan, dass ich jetzt 2 Mauerstücke hochmache. Das erste kann ich jetzt direkt hochmachen und das zweite dann gleich. Meine Karawanenstraße, alles noch voll, da müssten noch 50.000, 60.000 drin sein. Ich habe im Kommandoposten noch vom letzten Weltkrieg was drin. Und ich glaube, ich kann eigentlich jetzt schon Ausbildungssägen anmachen, aber wir schauen einfach, dass wir nicht über 50 Minuten kommen. Ich lasse mich mal überraschen, wie lange das dauert. Ich will viel ansprechen mit euch, unter anderem Weltkrieg und eine sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ein Schritt, den wir in der Allianz gewagt haben. Und zwar haben wir in der Allianz etwas relativ Unkonventionelles angewandt, das eigentlich relativ simpel und gut ist, aber ich glaube, selten umgesetzt wird. Nee. Auch nicht, komm schon. Und zwar ist es in den Allianzen ja so, und das Stichwort beschreibt es leider relativ gut, was ist das Problem der Menschen? Das Problem der Menschen, das ist ein bisschen pathetisch, aber das Problem der Menschen ist, wenn sie Macht haben, verlieren oder haben sie Angst, diese wieder zu verlieren. Und genau das gleiche ist es ja bei den Leadern. Wenn man Leader einmal geworden ist, dann bildet man sich, ja, bildet sich nicht darauf was ein, aber man freut sich darüber, weil das eine gewisse Machtposition ist. Und dann ist man natürlich auch weniger gewillt, diese Leader-Positionen nach einer Zeit wieder abzugeben, selbst wenn es eventuell gerechtfertigt sein sollte. Aber was ich bei mir in der Allianz jetzt gemerkt habe, ich habe wirklich Top-Leute dabei. Absolut Top-Leute hier. Ich werde euch gleich noch ein Beispiel zeigen. Von mir aus zeige ich euch gleich mal unsere WhatsApp-Gruppe. Dann seht ihr, wir haben 40 Allianzmitglieder, die alle ihre kleinen WWchen, ihre Problemchen haben. Das hat jeder mit dem Spiel und trotzdem wird in der Gruppe nicht gespammt. Klar kommen da mal 300 Nachrichten zusammen, aber es wird wie gesagt nicht gespammt, es wird nicht beleidigt, es wird sauber kommuniziert. Die Leute sind alle wirklich friedvoll miteinander und es gibt kein, ihr seid da unten, wir sind da oben, weil wir die Leader sind. Und das muss ich sagen, rechne ich unsere Allianzgruppe wirklich ganz, ganz hoch an. Denn letzten Endes funktioniert die Kommunikation mit 40 Mann nicht sonderlich einfach. Jeder, der eine etwas größere WhatsApp-Gruppe schon mal hatte, wird wissen, dass da total oft einfach triviale kleine Probleme letzten Endes entstehen. Und wir haben bei uns in der Allianz jetzt versucht, etwas ein bisschen anders zu handhaben. Und zwar haben wir so eine Art Gleichheit geschaffen von allen Mitgliedern. Genauso wie es auch in der Bundesrepublik oder in der Demokratie ist, dass letzten Endes jeder in der Allianz gleich viel wert ist. Wir kategorisieren nur zwischen Mitgliedern und zwischen Räten. Letzten Endes sind Räte einfach nur Mitglieder, die besonders aktiv, besonders engagiert, besonders kommunikativ sind. Also normale Spieler, die sich dadurch auszeichnen, dass sie oft on sind, anderen zur Verfügung stehen und eine Menge an Erfahrung mitbringen. Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied. Wer bei uns jetzt zum Co-Leader wird, das entscheidet sich darüber, wie aktiv die Räte sind und wie lange sie bei der Sache bleiben, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel hatten wir einen unserer Räte, ich werde keinen Namen nennen, und der hat einfach in letzter Zeit viel mit Real Life zu tun, also mit seinem echten Leben. Und das echte Leben geht immer vor, weil letzten Endes ist das hier, egal wie sehr man es mag und wie sehr man sich da reinsteigert, es ist und bleibt letzten Endes nur ein Spiel. Und genau das muss man letzten Endes auch im Auge behalten. Und irgendwann hat jeder mal Perioden in seinem Leben. Bei mir wird es in 2 Jahren sein, wenn ich von der Uni gehe, wo man weniger Zeit für Dominations hat. Und da nehme ich mich selbst nicht raus. Ich werde dann auch die Allianzführung abgeben, ganz klipp und klar. Denn eine Allianz ist, egal wie gut der Leader hilft, der Leader hilft einer Allianz nicht, wenn er nicht aktiv und nicht online ist. Und genau das ist das Ding, das man dann berücksichtigen muss. Dementsprechend haben wir bei uns gesagt, wir machen so einen 3-4-Monats-Rhythmus und innerhalb dieser 3-4 Monate wechseln wir unsere Allianz-Leader durch, sodass wir immer nur die aktivsten und fähigsten Räte unserer Allianz als Leader haben. Und da ist es absolut Latte, absolut Bums egal, welches Level der Typ hat oder welches Zeitalter der hat. All solche Sachen wie, ihr könnt uns erst beitreten mit Level 160 und dann könnt ihr auch Rat werden und sowas. Das ist absoluter Bullshit. Ich weiß natürlich, dass viele, die dieses Prinzip anwenden, ey, ist mir jetzt ein Heilungswagen kaputt gegangen, warum das denn? Mann! Ich weiß natürlich, dass viele von euch, die vielleicht dieses Prinzip anwenden und sagen, man kann erst ab einem gewissen Level Rat werden oder was auch immer, Leader beitreten oder so, dass sie das einfach vereinfachen wollen. Entkomplizieren letzten Endes, weil es ist ja tatsächlich oft so, also wirklich so, dass ein Spieler
der ein hohes Level oder ein hohes Zeitalter innehat, sehr viel von dem Spiel hier schon gesehen hat und dementsprechend hohe Erfahrungswerte mitbringt. Und gerade bei den Spielern ist es dann natürlich statistisch gesehen auch noch wahrscheinlicher, dass sich darunter jemand befindet, der vielleicht kommunikativ ist und anderen helfen möchte. Daher kann ich schon die Intention irgendwo verstehen, wenn man sagt, man muss ein gewisses Level haben, bei uns beizutreten. Aber letzten Endes schert man da sehr viele Leute mit über einen Kamm, weil es natürlich auch sehr, sehr gute, ambitionierte Spieler gibt, die auf einem niedrigeren Level sind. Und das möchte ich bei uns auf jeden Fall berücksichtigen. Von mir aus, meine Truppen bilden gerade eh aus, dann machen wir mal kurz ein Stück Mauer hoch. Ausbildungssegen läuft und dann kann ich euch die WhatsApp-Gruppe oder den Eintrag zeigen. BW kriegt da. So. So, ist alles ein bisschen laggy gerade. Schauen wir mal, wo rüsten wir auf? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah, 7. Wir haben alle bei Mauernstücken alle 7. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir da. Jetzt müssen wir an der Außenmauer wieder eins basteln. 4. Warum habe ich denn hier nur 4? 1, 2. Geh mal weg da, Öl. Das Öl versperrt mir voll auf die Sicht auf meine Mauern. 1, 2, 3. Oh, hier habe ich einen ausgelassen. Doch nur 4. So. So, sehr gut. Das Mauerstück habe ich schon mal. Jetzt mache ich das noch in meiner Kriegsbasis hoch, damit die Kriegsbasis auch einheitlich bleibt, weil da denke ich mir natürlich was, wo meine starken Mauerstücke stehen. Ich muss natürlich erstmal finden. Wo, da ist es. Juhu! Und du kommst hier vorne hin. So, das nächste Mauerstück machen wir dann gleich hier vorne hoch. Ich denke, da werden wir auch locker hinkommen. Ich habe noch 900.000, noch 900.000 im Kommandoposten drin. Da muss ich kurz noch in mein anderes Kriegslayout reingehen. Und das hier auch noch. Hallo. Und das hier auch noch verbessern. Wo haben wir es? Oh, hier haben wir sogar zwei Mauerstücke, sehe ich gerade, die ich noch nicht genommen habe. Machen wir mal hier und hier hin. So, perfekto. Und dann springen wir direkt mal. Ich kann nicht speichern? Warum kann ich denn nicht speichern? Ey, willst du mich jetzt verarschen, Kollege? Egal, ich versuch's einfach mal, währenddessen ich jetzt gleich skippe. Und dann sehen wir uns in der WhatsApp-Gruppe wieder. Hier sind wir in unserer WhatsApp-Gruppe. Die habe ich in dem Sinne noch nie letzten Endes gezeigt. Ich werde hier einmal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich durch die Mitglieder durchgehen will. Ich möchte eigentlich keine Namen verraten, aber ich zeige euch einfach mal. Wir haben hier auf jeden Fall. So, 40 Mitglieder, ich werde jetzt nicht draufgehen, ich habe ein paar Mitglieder gerade gezeigt, gut, aber bei den anderen, ich weiß nicht, ob sie möchten, dass ich ihre Namen zeige, daher werde ich einfach nur zeigen, 40 Mitglieder haben wir hier und hier ist die Nachricht, die wir eben verfasst haben, ich werde sie kurz vorlesen. Hallöle, das ist ein relativ komplexes Thema von der Allianzführung, wir haben uns jedenfalls ausgetauscht und wollen nicht, dass jemand, der einmal Leader ist, für immer Leader bleibt. So entsteht entweder eine Vetternwirtschaft, gleich, Leader wollen vermeiden, dass es immer mehr und somit zu viele Leader werden, hierdurch haben neue Aktive keine Chance, Leader zu werden oder das Gegenbeispiel. Oder wir nehmen jeden als Leader auf, der es verdient hat und enden mit einer Ali oder als einer Ali mit 40 Leadern gefühlt. Also mit viel zu vielen Leadern letzten Endes. Demnach gibt es fortan in dieser Allianz hier nur noch Räte und Mitglieder. Räte sind Mitglieder, die aktiv, engagiert, kommunikativ, erfahren und leistungsfähig sind. Aus den Reihen der Räte werden regelmäßig die aktivsten zu Leadern gemacht. Alle 3 bis 4 Monate. In Sonderfällen natürlich vor frühzeitig oder jemand bleibt länger Leader. So hat unsere Allianz immer eine bestmögliche Führung. Denn irgendwann hat jeder mal weniger Zeit für Domi. Real Life geht vor. Ich werde spätestens zum Beispiel bla bla, in 2 Jahren, wenn die Uni vorbei ist, werde ich meinen Leaderposten abgeben. Also strengt euch an, zeigt, dass ihr für die Ali brennt, vermittelt, helft und kommuniziert. Dann kann jeder hier Rat oder Leader werden, unabhängig vom Zeitalter oder anderem Müll. Bla bla bla. Und das ist halt von uns allen Leadern erdacht worden. Ich habe jetzt den ganzen Dankeschön hier bekommen, aber letzten Endes muss ich mich auch nochmal bedanken bei Benny, bei Speedy, bei Hadith, bei Dominik. Wir haben das alle zusammen gemacht und hier, wie ihr schon seht, die Ansprache oder wie auch immer die Verkündigung sehr positiv angekommen. Mich würde jetzt interessieren, wie steht ihr dazu? Wie macht ihr das in eurer Ali? Weil irgendwann ist ja immer dieser Punkt, man hat irgendwie 2, 3 Leader und beschließt so, hey, komm, wir holen noch jemanden ins Boot, wir brauchen noch Unterstützung. Aber irgendwann merkt man dann, wenn man 7 oder 8 Leader hat, das ist nicht das Wahre. Irgendwie muss man entweder alle mit einbinden, weil es sind ja Leader und letzten Endes haben sie alle was zu sagen, oder man lässt manche außen vor bei Entscheidungen, aber dann ist auch jeder fragwürdig, warum es Leader sind. Also irgendwo macht zu viele Köche verderben den Brei, das ist ein ganz guter Punkt. Und wenn es halt irgendwann mehr Leader als Räte und Mitglieder sind, dann hat das auch wieder keinen Sinn.
Hühnerhaufen? Was bringt ein Korb voller Hähne und du hast keine Hennen dabei oder Häuptlinge und du hast keine Apachen? Genau das ist halt letzten Endes das Problem. Oder macht ihr es so, dass ihr sagt, hey, wir sind 5, 6 Leader und ihr fühlt euch sicher in eurer Position. Ihr kennt die Position, aber dann geht mal der eine off, fliegt in Urlaub, der andere hat keinen Bock mehr auf Domi oder sein Handy ist kaputt und letzten Endes habt ihr dann, weiß ich nicht, 5 Leader, von denen 3 noch aktiv sind und 2 haben nicht mehr Aktivität als ein paar Mitglieder von euch. Vielleicht gibt es ja sogar Mitglieder, die aktiver sind. Dann bleibt man ja relativ oft auf seiner Macht sitzen und sagt so, ja, die ist gerechtfertigt, ich war irgendwann mal aktiv, ich bin oder war ein guter Spieler, aber abgeben will ich es trotzdem nicht. Und da muss man natürlich ehrlich zu sich selbst sein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, klar gefällt mir das, Leader zu sein. Irgendwo sieht man sich selbst und das ist ja absolut nicht benachteiligend oder so gemeint, aber irgendwo sieht man sich selbst ja in einer verantwortungsvollen Haltung, wenn man hört, hey, ich bin Leader, ich habe die Verantwortung für die anderen. Das ist absolut nicht nur ein positiver Aspekt, sondern auch ein sehr, nicht negativer, aber ein sehr belastender Aspekt, wenn man immer die Verantwortung hat. Aber wenn man einmal Leader ist, ist man das ja auch gerne. Ich meine, wer zum Leader geworden ist, ist ja nicht zum Leader geworden, weil andere ihn gezwungen haben. Der hat ja auf jeden Fall irgendwo gesagt, ich möchte oder klar, ich nehme die Wahl zum Leader an. Aber letzten Endes ist es ja so, dass irgendwann ist das Leadersein nicht mehr gerechtfertigt, wenn man halt, sage ich jetzt mal, nicht mehr in dem Umfang online ist oder aktiv ist, dass man der Allianz tatsächlich hilfreich ist. Weil wie gesagt, der beste Spieler hilft einer Allianz nicht, wenn er nicht mehr aktiv ist. Und da wäre es einfach ganz cool, wenn ihr mir mal drunter schreibt, wie ihr das macht in eurer Allianz. Hat euch das vielleicht wachgerüttelt? Fandet ihr das Prinzip ganz gut, was ich hier gerade geschildert habe? Dass es quasi nur Räte und Mitglieder gibt und aus den Reihen der Räten werden dann Leader gewählt, also immer die aktivsten quasi, sodass immer die Leute, die am... Alter, was machen hier meine Artillerie? Das ist wie im Kindergarten. Ich muss die ganze Zeit darauf aufpassen, dass sie nichts kaputt machen von sich selbst jetzt. Also, ja. So viel zu dem Thema. So, neue Trüppchen ausbilden. Und dann können wir auch eigentlich... Oh, mir fehlt Apfelwein. Dann können wir auch eigentlich schon in den Weltkrieg reingucken und mir mal meinen Gegner angucken. Weil ich habe es gestern, glaube ich, schon irgendwo in einem Video geschildert. Jetzt ist es natürlich wieder ein krasser Gegenteilsweltkrieg zu dem letzten, den wir hatten. Oder zu den letzten. Irgendwie ist es gefühlt immer nur so. Entweder kriegt man eine Allianz, die scheppert dir richtig ein. Ich meine, wir haben jetzt zweimal gewonnen gegen USA Denkness. Und USA Denkness war meiner Meinung nach eine sehr starke Allianz, die es sich letzten Endes dadurch verbockt haben, dass die Planung nicht so gut geschehen ist. Also keine Ahnung, vielleicht haben das ein paar von euch nicht mitbekommen, vielleicht haben sie die Episoden nicht gesehen. Ich umreiß das Ganze ganz kurz nochmal. Und zwar könnt ihr hier sehen, wir haben zweimal gegen USA Denkness gespielt. Sehr starke Gegner, Ali, 40er Weltkriege beide Male. Und oh, ich sehe gerade 200 zu 197, wir haben beide Male gleich gewonnen. Auf jeden Fall haben wir beide Male gewonnen, weil die Gegner ein Prinzip angewandt haben, das auf Dauer, das kann nicht aufgehen. Sie haben ein Prinzip angewendet, das eigentlich sehr ökonomisch ist. Und wenn es aufgeht, schlägt es dem Gegner, was, 2 Stunden, 57 Minuten? Das ist aber falsch. Mein Mörser, das dauert eigentlich noch länger. Hier, 3 Tage müsste der noch dauern. 3 Tage, 7 Stunden. Egal. Auf jeden Fall haben die Gegner das Prinzip angewendet, dass sie sagen, Spieler Nummer 1 macht die gegnerische 1 und 2. Spieler Nummer 2, gegnerische 3 und 4. Spieler Nummer 3 macht die gegnerische 4 und 5. Also so, dass der immer die stärksten beiden freien Spieler beim Gegner vom nächstbesten der eigenen Allianz gemacht werden. Und an sich ist das ein super effizientes Modell. Dann kannst du mit 20 Top-Spielern 40 vom Gegner ausschalten. Das Problem ist aber auch, wenn auch nur irgendeiner deiner Spieler Netzwerkverbindungsfehler hat, vielleicht mal einen schlechten Tag hat, einen Angriff schlecht plant oder falls die gegnerische Basis auch einfach zu klug gebaut war, verkackt jemand. Dann hast du nicht alle Sterne und wer soll das dicht machen? Jeder hat doch schon 2 Ziele zugewiesen. Da gibt es keine Reserven in diesem System und das machen wir darum genau anders. In unseren Systemen haben wir Minimum 5 bis 6 starke Reserven. Das bedeutet, mein Zweitangriff ist frei, Vova hat noch einen Zweitangriff, Seratul hat noch einen Zweitangriff, Hadis hat noch einen Zweitangriff und das sind alles Kandidaten, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen. Das sind globale Zeitalterspieler, ich jetzt nicht, aber die anderen zumindest. Und die haben alle die Stärke, einem globalen, sogar oftmals haben sie schon gezeigt, einem Atomzeitalterspieler eine Schelle zu geben, dass er sich dreimal im Kreis dreht. Und das ist das Wichtige. Du musst deine starken Angriffe auf Reserve halten oder einige der starken. Und das haben die Gegner halt nicht ganz berücksichtigt. Und daher haben sie zweimal gegen uns verloren, obwohl deren Potenzial unglaublich viel höher war als unseres. Also es sind starke Gegner, auch gar keine Frage. Die haben uns auch reihenweise gefünfsternt. Ich meine, die Gegner hatten 4-mal Atomzeitalter, 8, 9-mal Globales, glaube ich, und 11-mal Industrie. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bezüglich der Angaben, aber ziemlich in dieser Reihenfolge war es. Bei uns haben wir nur 4 Globale, 13 Industrie und nicht einen einzigen Atomzeitalter-Gegner, sprich, also Spieler.
Sprich, die Gegner waren einfach so viel stärker als wir, aber aus dem Potenzial haben sie nichts gemacht. Denn letzten Endes, am Ende des Tages, zählt's bei Dominations nicht, wie stark du bist, sondern wie gut du planen kannst im Weltkrieg. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht, das haben die Weltkriege des Öfteren gezeigt. Wir haben ja früher schon gegen Allianzen gespielt, die eigentlich reihenweise höher waren als wir. Und ich glaube, das zeichnet die Teletubbies auch so ein bisschen aus. Mich würde generell mal interessieren, nehmt ihr viele von den Strategietipps oder von diesen Sachen mit? Wenn ich nämlich meine Videos einfach nur mal angucke, wie die so bewertet werden, zum Beispiel das Weltkriegsvideo, wo ich die Tipps, die uns zu unserem Erfolg geführt haben letzten Endes, verraten habe, habe ich so viele Dislikes bekommen, dass ich mich totgelacht habe, weil das doch gerade genau letzten Endes das ist, warum wir reihenweise Allianzen wegklatschen. Wirklich reihenweise. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich dann nicht. Vielleicht sind vielen die Tipps egal, vielleicht nehmen die Domi auch nicht ganz so ernst wie ich und da verstehe ich dann einfach nicht ganz, wo so der Hintergedanke ist, weil ich ja eigentlich Sachen mit euch teilen möchte, die euch interessieren und manchmal verstehe ich nicht, warum euch Dinge nicht interessieren. Vielleicht erkläre ich sie manchmal auch ein bisschen verquer. Ich bin übelst der komische Vogel, das kann auch sein. Also ich habe oft mit Leuten, wo ich ganz einfach Sachen erkläre, die für mich total einfach sind. Gestern in der Allianzgruppe hatten wir auch wieder ein Missverständnis, was total easy ist. Und letzten Endes hat es wohl irgendwo daran gelegen, dass ich die Botschaft vielleicht nicht so rübergebracht habe, dass der andere sie versteht. Weil es bringt bei einer Botschaft ja nie was, wenn du sie einfach nur so rüberbringst, dass du selbst sie verstehst. Ziel ist ja immer, dass der andere das versteht. Und da hatten wir gestern ein kleines Missverständnis. Aber gerade das macht es auch so eine Allianz aus, wenn man über Probleme hinwegkommt und letzten Endes die auch noch bewältigt. Und wir hatten noch nie wirklich Stress bei uns in der Allianz. Klar, der eine ist mal geladen, dann kommt mal ein Wut-Smiley, wenn im Weltkrieg was voll in die Hose gegangen ist. So richtig verkackt. Dann kommt so ein Wut-Smiley oder dann möchte jemand auch mal aufgemuntert werden, weil er dann sagt, ach, ich kann doch nichts. Es passiert mir genauso. Dann hole ich 4 Sterne und bin mich übelst am Abfacken und die anderen wissen ganz genau, streiche dem 3-mal über den Kopf, dann ist wieder gut. Das sind einfach menschliche Reaktionen, Mann, die passieren. Ich habe gerade übrigens wieder den Cookie der Macht gefunden. Ich höre es schon. Wir haben nämlich noch... Hallo. Hallo. 46 Minuten übrig und wir werden wohl das zweite Mauerstück auch noch schaffen. Ich bin so froh, wie das mit den Mauern vorangeht. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich so schnell mit den Mauern vorankomme. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich bedenken, das sind auch nur poplige 12er Mauern. Es gibt ja noch eine Mauerstufe im Industriezeitalter und ich habe es ausgerechnet, grob über den Daumen gepeilt, werde ich Ende Januar fertig sein im Industriezeitalter und dann ins Globale aufbrechen können. Ja, ach genau, Napoleon geht auf Stufe 17, glaube ich sogar schon. Mal gucken. Napoleon! Ja, geht auf Stufe 17, genau. Der ist morgen irgendwann fertig und ich habe wieder zu viel Öl. Also ich mache die ganze Zeit immer nur MacArthur Napoleon immer in Reihenfolge hoch und runter. Nee, hoch. Runter wäre natürlich doof. Genau, ich wollte aber eigentlich in den Weltkrieg. Ich verplapper mich immer. Das eine Thema führt zum anderen und dann endlich wieder irgendwo, wo ich nicht hin wollte. Wir sind jetzt in einem krass anderen Weltkrieg als gegen USA Denkness. Guckt euch hier oben mal den Ruhm an. Ich meine, wir können 15 Ruhm gewinnen. Ist das euer Ernst? Damit kann man sich nicht mal ein Po abwischen, das bringt uns nirgendwo hin. Die Gegner können 1300 Ruhm gewinnen, das sagt also relativ was über unsere Bilanz aus letzten Endes. Also nicht wie erfolgreich, doch irgendwo auch wie erfolgreich der Gegner bis jetzt im Weltkrieg ist in Relation zu uns. Und dementsprechend haben wir antizipiert, dass das vielleicht nicht so ein schwerer Weltkrieg wird. Ich habe die Führung nochmal abgegeben und habe gesagt, hey, wer von euch will eine Planung machen? Und wir hatten bis jetzt schon 5, 6 Mitglieder, die dann von sich aus sagen, hey, hier, ich nehme den Stress in Anführungszeichen auf mich und mach mal die Weltkriegsplanung. Und das finde ich sehr cool, weil gerade solche Mitglieder sind natürlich prädestiniert, dass ich sie vorschlage bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dass sie zum Leader werden und die dann zukünftig vielleicht meine Allianz weiterführen, wenn ich hier nicht mehr drin bin. Und da ist es mir absolut egal, ob derjenige in der Antike ist oder ob der Atomzeitalter Ende ist. Es geht mir einfach darum, er muss das Spiel verstehen, weil ich möchte, dass die Allianz hier von jemandem geführt wird, der dafür brennt und der auch versteht, wie das Ding läuft. Weil wir hatten schon genug... Nein, jetzt habe ich da einen hingesetzt. Kacke! Na egal, die Beute ist okay. Manchmal bin ich ein richtig trottliger Durchsbuddel. Aber die Mörser stehen hier gut. Also da kann ich nur Danke sagen. Dann mache ich jetzt einmal den hier. Kacke. Oh Mann. Egal, dann nehmen wir den halt mit. Ich hätte auch eigentlich rausgehen können. Stimmt, fällt mir gerade auch auf. Dann hätte ich sogar Orden verloren. Auch doof. Hätte ich natürlich auch machen können. Egal, die Beute können wir mitnehmen. Schwupp. Die Mörser haben wir jetzt auch schon alle weg. Also kann ich mich von der Seite aus bedanken. Dann wird das hier relativ easy. Ich muss hier unten gucken, dass meine Heilkarren nicht zerfetzt werden. Die laufen perfekt in Reihe. Miau. Dann kann das Flugzeug drüber fliegen. Ich habe auch mein drittes Flugzeug wieder. Ich habe es eben irgendwie zercrashed. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ist irgendwo lang geflogen. Und auf einmal kam nur noch so ein Metallhagel vom Himmel runter. Das Ding ist einfach explodiert.
Der Weltkrieg, habe ich gerade durch Zufall gesehen, beginnt auch schon in 30 Minuten oder so. Dann denke ich mal, werden wir wahrscheinlich in diesem Let's Farm Video noch die ersten Angriffe mitbekommen aus dem Weltkrieg, so nebenbei, wenn ich immer wieder mal reinschaue. Und dann denke ich mal, mache ich direkt nach dem Let's Farm Video einen Cut, guck, dass meine Armee richtig ausgebildet ist, die Taktik. Warum habt ihr auf dieses Stück Mauer hier geschossen? Ist das euer Ernst? Jetzt habt ihr 3 Stücke Mauer weggemacht. Alter. Puh. Ruhig bleiben. Ich werde auf jeden Fall dann einen Cut machen, denke ich. Und dann direkt den nächsten Weltkriegsangriff filmen. Ich meine sogar, der müsste wieder auf Deutsch sein. Ich meine, den letzten Weltkriegsangriff habe ich auf Englisch gemacht. Keine Ahnung, muss ich nochmal nachschauen. Dann sehen wir das. Denkt mir auch nochmal an den Vova. Ist ein verdammt klasse Spieler. Übrigens einer unserer Räte, der im Moment eine ganz, ganz aktive Phase hat. Er managt übrigens auch den jetzigen Weltkrieg. Schaut mal bei Vova auf dem Kanal nach. Ich habe ihn erstens bei mir auf dem Kanal verlinkt. Ja, und zweitens müsste der eigentlich unter fast jedem Video stehen. Ist ein klasse Typ. Und vor allem nimmt der richtig starke Weltkriegsangriffe auf. Ehemaliger Koreaner. Jetzig Franzose, genau wie unser Hadith. Und ja, die hauen beide einfach den globalen und Atomzeitalter-Spielern den Pimmel um den Kopf. Scheißegal, ob die Gegner 3 Defensivkoalitionen auf der höchsten Stufe anhaben. Also das ist schon heftig, da habe ich echt Respekt vor. Taktiken muss ich mal schnell checken. Okay, eigentlich hatte ich eine Köder ausgebildet. Keine Ahnung, wo der hin ist. Mache ich es halt mit 4-mal Sabotage. Wo ist denn mein Gegner im Weltkrieg? Dich gucken wir uns mal an. Ich bin wieder, glaube ich, nur die 2. David! David hat mich überholt. Er ist unsere 1 geworden, weil ich so viel in der Uni geforscht habe. Obwohl, die Uni bringt doch auch verteidigungstechnischen Fortschritt. Ah, nee, im Moment nicht. Kacke, im Moment muss ich ja Porzellanscheiße und sowas erforschen. Wahrscheinlich hat mich David deswegen überholt. Ja, Marmor-Dings hier und so, bla bla. Also deswegen hat David mich wahrscheinlich überholt. Zahle ich dir auf jeden Fall heim, David. Ich will wieder auf die 1. Sonst darf ich die ganzen Kackgegner platt machen. Ich will auch nochmal die 1 machen. Nein, Respekt, David. Wir können ja auch mal David angucken. Brauchen wir nicht. Er hat, glaube ich, das Täuschungslayout an. Hier sehen wir David. Also, achtet, ich würde euch den Rat geben, schaut euch besser nur die Mauern an und nicht das Layout an sich. Das ist wenig aussagekräftig. Fast alle Mauern mittlerweile auf Stufe 11. Es ist so ein richtig kleines Battle geworden zwischen Speedy, David und mir. Ich lieg vorne, aber nur weil David später in die Allianz gekommen ist und Speedy einfach mal fucking 5 Monate nach mir angefangen hat, dieses Spiel zu spielen und trotzdem schon fast auf Stufe 11 ist. Aber ich finde das enorm geil, weil wir so viele Spieler mit echt hohen Mauern haben und nicht einer davon hat meines Wissens auch nur einen einzigen Cent in seine Mauern gesteckt. Das finde ich einfach unheimlich genial, wie man einfach nur durch ein bisschen Schmalz im Kopf, ein bisschen Aktivität und Spaß an dem Spiel so fette Mauern dahin zimmern kann. Mein Gegner hat einmal eine starke Indianer-Koalition hat er an. Alter, dann darf ich den aber nicht unterschätzen. Ich glaube, die Gegner bollern hier richtig was. Ne, die 1 hat nix. Die 3 hat noch was an. Was hatten die 3? Hatten die 3 an. Oh, auch eine starke Maori-Koalition. Da müssen wir aufpassen. Ey. Wenn die so starke Off- und Def-Koalitionen anhaben, dann müssten die uns auch eigentlich platt kriegen. Wir müssen mal gucken, wie der Weltkrieg am Ende ausgeht. Könnte sein, dass ich mich diesmal verhebe. Und einfach nur, weil wir jetzt keine Koalition anmachen. Also bei uns hat, glaube ich, keiner Koalition an. Dass wir uns deswegen hoffentlich nicht bei den Gegnern verheben. Hat ja letztes Mal, habe ich das schon prädestiniert gezeigt, Gegner unterschätzen bedeutet absolut gerechtfertigte Pflichtschelle. Ich meine, ich habe noch 5 Sterne geholt, aber ich habe mir auf jeden Fall eine Schelle eingefangen. Das hätte nicht sein müssen, was ich da alles rausbraten musste an Truppen. Hier sehen wir meinen Gegner. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich würde ihn gerne vorstellen, irgendwas mit Ching Chang Chong. Ist auf jeden Fall japanisch. Und ich habe mir gedacht, ich greife von hier oben an. Klar, da können alle Mörser auf mich schießen, aber ich kann genauso einfach hier drauf drücken. Düt. Und weiß ich nicht, von mir aus mache ich noch hier eine Sabotage rein. Dann habe ich perfekt alle 3 Mörser lahmgelegt. Der Sniper Tower wird auch relativ schnell meinen Truppen zum Opfer fallen. Ist auch nicht gelevelt, der Sniper Tower. Und dann will ich irgendwo hier vorne rein versammeln. Am liebsten natürlich hier, muss ich gucken, dass die Redoute vorher weg ist. Und dann glaube ich, hagelt es hier auch relativ schnell Metall in der Basis. Wenn ich mir den Gegner angucke, Truppen sind alle Industriezeitalter Max, hätte ich jetzt aber auch bei ihm gedacht. Panzer ist nun MK1, Flugzeuge sind auch mega low, also ist ein Einfachdecker, glaube ich. Der heißt so, der sieht aus wie ein Zweifachdecker, aber heißt glaube ich so. Also ist ja auf jeden Fall offensichtlich schon länger im Industriezeitalter, darum hat er auch Industriezeitalter Max-Truppen. Die feindliche 1 müsste dann sogar im Atomzeitalter, er ist im Globalen, okay. Ja, dann ist das Ganze hinfällig. Hier Atomzeitalter, wie heißt denn der Level? Usak, Level 161, also brauchen wir nicht drüber reden, ob der gerusht hat oder nicht. Die Basis sieht jetzt auch komisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. 1, 2, 3 Ställe haben wir. Wo ist denn der 4. Stall? Der muss eigentlich einen 4. haben. Das hier wird definitiv der Atomzeitalter-Stall sein. Aber ich sehe nur 3. Ne, 1, 2, 3, 4, da haben wir sie alle. Also, roundabout, das ist ein Industriezeitalter-Gegner mit
einem zusätzlichen Stall und ich glaube ein paar aufgerüsteten Kanonentürmen. Also da darf man wieder, genau wie im Video, was ich dir letztens gezeigt habe, einen Scheißdreck hier oben auf das Atomzeitalter geben. Klar, wenn er eine verbotene Stadt hätte, könnte das sein, dass er Forschung getätigt hat. Und es kann auch jetzt sein, dass hier aus den Fabriken Panzer rauskommen. Das muss man einfach berücksichtigen, logisch. Aber auf der anderen Seite, der Gegner ist insgesamt ein Industriezeitalter-Spieler, mehr nicht. Da darf man sich jetzt überhaupt keine Sorgen machen. Atomzeitalter! Da habe ich nämlich auch schon wieder die panischen Aufrufe. Offensiv ist er natürlich stark aufgestellt. Da ist er global und da kann er dann auch einiges abreißen. Also wenn es ein guter Spieler ist, zerlegt er unsere Basen. Aber er hat auch nur zwei Angriffe, also was soll's. Ich bin auch schon wieder übelst am Babbeln. Meine Truppen sind fertig gebaut. Please noch ein paar Blackwatch. Kriegse. Klaro. So, dann gehen wir direkt wieder in Multiplayer, weil ich habe noch 3 Millionen zu farmen. Und der Ausbildungssegen dürfte auch nur noch eine halbe Stunde halten. Oh ja, ich muss mich sputen. Die ganzen schönen Zeitvorteile, den ich ihm hatte, den verlabere ich jetzt wieder. Sexy, den nehmen wir direkt. Feuer. Tada! Angriff. So, wo jetzt mal schnell checken, wo stehen die Mörser. Der hier ist gut geschützt durch die Burg. Auf den werde ich drauf versammeln und den hier werde ich definitiv schon mal rausnehmen. Den Turm habe ich übrigens auch lahmgelegt, damit meine Flugzeuge nicht so stark angehittet werden. Ich habe ja 3 Flugzeuge. So, der Mörser ist auf jeden Fall schon mal weg. Wir haben 2 Mörser weg. Wunderschön. Ich gehe auch wieder auf einen schnellen Sieg. Ich habe nur 17 Diamanten im Moment. Dementsprechend, ich will wieder auf über 20 kommen. Im Moment habe ich extreme Mangelware, das Leder. Ich kann meinen Ölsägen nicht mehr aufrechthalten. Bis jetzt konnte ich ja immer perfekt, dadurch, dass ich den Ölsägen anhatte, Napoleon aufrüsten, MacArthur aufrüsten, weil es immer 2 Tage dauert, bis das einer fertig war, war das immer so ein perfekter Tonus, so ein perfekter Rhythmus letzten Endes. Komm schon, das schafft ihr. Komm, Flugzeuge. Aber wenn ich jetzt keinen Ölsägen demnächst mehr habe, dann wird das Ganze, wenn ich keinen Ölsägen mehr habe, dann wird das Ganze demnächst was knapper. Dann kann es sein, dass ich auch mal aussetzen muss. Bis jetzt waren diese steigenden Ölkosten, die werden ja immer mehr. 46.000, 47.000 Öl, absolut kein Problem. Die konnte ich alle 2 Tage locker wuppen. Ganz easy. Aber wenn der Ölsägen, wenn ich den weiterhin nur noch so sporadisch anmachen kann, wird es knapp. Im Moment habe ich 67.000 Öl. Bis morgen werde ich vielleicht wieder auf 80.000 Öl sein. Also zweimal werde ich es am Stück schon noch schaffen, beide aufzurüsten. Dann sind die beide Level... Ne, einer 18, der andere 17. Ja, muss ich mir jetzt aber auch, glaube ich, keine zu großen Sorgen drum machen. Das sind eher so zivilisierte Weltprobleme. Das ist das Gleiche, als wenn in Europa sich hier wieder jemand Sorgen macht, wie viel Nutella er noch für sein Brot hat. Und in Afrika wollen die Leute überhaupt einfach nur irgendwas zu essen haben. Also ich muss sagen, alles in allem muss ich sagen, ist mein Basisfortschritt enorm geil. Ich habe gar keine Probleme. Ich wurde auch endlich nochmal angegriffen, kann ich euch zeigen. Nochmal richtig angegriffen. Den Deathlock kann ich euch sofort kurz zeigen. Und ich bin mir mal unsicher, wie viele von euch gucken eigentlich auch meine englischen Episoden? Weil... Ist ja klar, die englischen Episoden können sowohl deutsche als auch englische Zuschauer gucken, aber die deutschen Episoden eigentlich nur die deutschen Zuschauer. Sprich, wenn ich eine deutsche Episode zuerst mache, mache ich meist eine englische hinterher, die das Ganze nochmal redundant erklärt. Aber wenn ich eine englische zuerst mache, frage ich mich immer, muss ich da nochmal eine deutsche machen? Wie viele von euch gucken denn jetzt auch die englische Episode? Dann bin ich immer übelst brainfuck hin und her gerissen. Hier auf jeden Fall Verteidigung. Den hier brauche ich, nicht, glaube ich, nicht erwähnen. Ihr seht ja, wie viel er geklaut hat. Der hatte größte Mühe, mein Stadtzentrum Platz zu bekommen, weil da 2 Artillerie drin waren. Aber... Er ist ein Spacko, genau wieder so einer mit Dynamit, brauche ich nicht drüber reden. Dem habe ich 3-mal die Hucke vollgehauen. Ich glaube, ich habe dem 5000 Öl geklaut. Solche Leute muss man einfach umerziehen. Hier, das ist er. Scheinbar ein kompletter Angriff. Ihr seht ja, alle Truppenkapazität voll Industriezeitalter, dazu noch Söldner gedroppt. Hier scheppert er sich durch die Basis durch, oder versucht zumindest. Ansatz war ja schon mal okay, er startet bei der Akropolis-Seite, dass er möglichst schnell mit den Bunkern und allem, die alle platt machen kann. Der Sniper Tower ballert ihm natürlich gleich richtig einen auf den Arsch. Erstmal richtig schön hier unten wirkt mein Kanonenturm und die ganzen Panzer werden verlangsamt und richtig aufs Korn genommen vom Kanonenturm. Jetzt versammelt er natürlich auf den Kanonenturm, aber ich glaube von 5 oder 6 Panzern habe ich schon 3 oder 4 rausgenommen. Hat noch einen Panzer, soweit ich das sehe. Der ist jetzt auch futsch. Genau, und jetzt kriegen die Truppen halt richtig auf den Sack. Perfecto. Das war ein richtig komischer Angriff. Seht ihr, aus nicht viel bei rumgekommen letzten Endes. Hat so gut wie nichts gestohlen.
Aber das hat mich ein bisschen stolz gemacht. Der erste richtige Angriff wieder seit langer Zeit. Und direkt mal pariert. Mit Repost. Bin danach bei ihm hingegangen. Da hab ihm die Bude auseinandergenommen. Nein! Ja, ja klar. Ich brauche ja sogar im Moment Gold. Gucken wir mal, ob hier was im Zentrum drin ist. Nö, ist nichts drin. Beschützt euren Freund. Lasst ihn nicht sterben. Der kleine Willi steht da direkt am Stadtzentrum. Oh, hakt es. Nicht mehr normal. Kommt nicht eine Truppe mehr raus. Boah, krass. Ey, wenn das so hakt, geht einem immer so hart viel Zeit flöten. Aber ich glaube, mit dem Handy liegt das nicht. Ich habe schon von vielen anderen Spielern gehört, dass sie es auch haben. Das liegt so einfach dran, weil Dominations so hohe Netz, so hohe Anforderungen letzten Endes hat von der CPU. Krass, das Stadtsyndrom ist weg und du hakst immer noch wie Scheiße. So. Vielleicht vorher mal gucken, so, wo die Mörser stehen. Okay, die anderen beiden sind da hinten sehr nah beisammen. Ich glaube, ich werde den hinteren mal anfliegen, weil da nicht so viele Türme stehen. Jetzt kommen die Flugzeuge nämlich eigentlich genau vom Allianztor. Also es hat mir... ein Flugzeug! Nein! Es ist kaputt. Nein! Wir haben noch 2,5 Millionen zu farmen und eins meiner Flugzeuge hat direkt schon mal Dienstschluss gemacht. Das ist kacke. Gleich muss ich auch noch weise überlegen, wann ich versammel. Alter, hakt das. Jetzt ist wieder flüssiger. Muss ich weise überlegen, wann ich auf den Mörser versammel. Sonst rennen mir die Truppen in Türme und in Kanonentürme rein. Ich glaube, jetzt nur auf den mittleren Turm warten. Komm. Und hin da. Bumm. Sauber. Ich habe noch keine Artillerie heute verloren. Währenddessen ich jetzt schon 7,5 Millionen gefarmt habe. Das ist ein absoluter Rekord für mich. Weil im Artillerieverschwenden bin ich Weltrekordhalter, glaube ich. Da stehe ich im Guinness-Buch der Rekorde. Gerade kam auch irgendwo wieder eine Nachricht rein. Ah, da kam nochmal ein Weltkriegshinweis. Vor dem Weltkrieg geben wir immer Hinweise. Hier, Täuschungslayout anmachen, Täuschungslayout ausmachen. Schaut, dass in euren Bunkern genug Öl drin ist und all solche Sachen. Aber ich glaube, das dürftet ihr kennen. Das ist, glaube ich, allgemeinhin Konsens. So, retrain und direkt wieder in den Kampf. Ich darf keine Flugzeuge mehr verlieren. Wenn ich jetzt Flugzeuge verliere, dann kommen wir, glaube ich, nicht mehr richtig hin. Ich muss ja noch bis 4,2 Millionen kommen, Minimum. Am besten wäre natürlich 5 Millionen, dass ich meine Reserve hier komplett unangetastet lasse. Das wäre natürlich opti-schmopti. Lecker. Nehmen wir mit. Von wo gehen wir denn ran? Von oben. Ey, Truppen droppen ist manchmal so anstrengend, weil es einfach nicht will. Ich verstehe dann auch nicht, warum es nicht will. Der Kontaktpunkt war ja einmal hergestellt. Ich habe meine Finger nicht bewegt. Das klappt trotzdem nicht. Wann es wirklich tatsächlich meistens immer nur klappt, ist, wenn man über das Versammeln vorher den Druckpunkt hergestellt hat. Dann klappt es irgendwie immer reibungslos oder oft. Entzieht sich aber meiner Vorstellungskraft, warum das nur dann funktioniert. Domi ist so ein ganz eigenes Ding. Die Fehler kann man nicht verstehen. Die haben auch manchmal einfach keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, manche Fehler sind von den Entwicklern einfach nur eingebaut worden, um uns Spieler zu verwirren. Und selbst wenn sie es nicht deswegen eingebaut haben, es funktioniert auf jeden Fall so. Mich verwirrt das regelmäßig. Flugzeug, nicht sterben. War natürlich ein perfekter Anflugweg über die Burg. Schlechter geht nicht. Ja, kacke, jetzt muss ich unten nochmal ein Flugzeug draufsetzen. Danke, die Burg ist weg. Das heißt, die Basis ist auch schon nahezu durch. Kann ich hier schon meine kleinen Mannequist an die Seiten setzen. Manchmal denke ich mir, ich wäre schon gerne im Atomzeitalter, wenn ich dann so denke, boah, geil, nochmal 15 Truppen mehr, fett und so. Ja, und dann auch stärkere Truppen. Wobei die Truppen und auch die Gebäude, ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen, im Atomzeitalter sehen so popelig aus. Alles übelst quietschig und rund. Im globalen Zeitalter fand ich es richtig geil. Auch im Industriezeitalter finde ich die Truppen noch richtig geil. Aber im Atomzeitalter sieht die Haubitze aus. Übelst knödelig, Alter. Die hat so ganz kleine Reifen. Sieht aus wie so ein Dildo mit Reifen. Ich weiß es nicht. Komisch. Ja, soll auch egal sein, solange das Ding Schaden macht, kann man von mir aus auch eine Banane mit Rädern da rumfahren. Spätestens, wenn ich im Atomzeitalter bin, werde ich mir selbst auch nochmal die Frage stellen, ob ich nicht vielleicht die Nation wechsle. Weil ihr müsst ja bedenken, es gibt ja Late-Game-Nationen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Gerade die Römer sind ja so eine Nation, umso mehr Truppen du grundsätzlich hast, umso stärker sind die wegen ihren 10% geboosteten Truppen. Nö. Ja, pff, nee, nicht dafür. Nö, nö.
Über 200 müssen es schon sein, ganz im Ernst. Auf jeden Fall. Nicht? Ich weiß noch, wie ich mir früher den übelsten Ast abgefreut habe, wenn ich bei einem Gegner über 100.000 bekommen habe. Und wie die Zeiten sich einfach ändern. Ich meine, damals habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich jemals eine Mauer kaufen werde, die 3 Millionen geschweige denn kostet oder sogar mehr. Die Zeiten ändern sich schon. Ich würde mal so gern wissen, wird das im globalen Zeitalter schwieriger oder nicht? Ich höre mal von so vielen Leuten, oh, im globalen Zeitalter, auch auf Englisch, ich finde gar keine Gegner mehr, du bist wohl irgendwie, hast du mehr Glück als ich, aber ich denke mir, hä? Wie kann denn das sein? Es gibt doch genauso viele Leute, die im globalen Zeitalter rushen und dann inaktiv sind. Und wenn sie inaktiv werden, fallen sie auch zwangsweise mit den Orden irgendwo in der Region um 400, 600 bis 1000 irgendwas runter. Also das verstehe ich manchmal nicht ganz. Hier muss ich mich jetzt sauber konzentrieren. Problem ist, wir haben da innen drin die Mörser übelst nah beisammen stehen. Den werde ich jetzt so rausnehmen. Dann werde ich die hier rein versammeln. Boah, da sind so super viele Türme, Mann. Das verfetzt mir meine Flugzeuge richtig. Wieso habe ich denn jetzt das Flugzeug nochmal geholt? Bin ich doof? Muss ich noch einmal mein Flugzeug holen? Oh, kacke, der Anflugweg war natürlich doof. Jetzt geht mein Flugzeug drauf. Kacke. Ja, ich habe jetzt gehofft, das Flugzeug kommt von hier vorne. Aber ja, hier steht super viel Wald noch. Von hier war der Weg kürzer. Ah, Mist, jetzt sind zwei Flugzeuge tot und jetzt denke ich, wird es auch noch was mit meinem Weltkriegsangriff dauern, weil ich keinen Bock habe, das zu kronen. Da hinten ist auch übrigens der letzte Mörser. Muss ich jetzt einfach durch, richtig hin versammeln. Oh, ich habe keine Artillerie verloren. Damit habe ich jetzt eigentlich gerechnet. Obwohl mir gerade die Artillerie fast lieber wäre zu verlieren als ein Flugzeug. Ich habe noch einen Flugzeugmann und ich brauche noch 1,1 Millionen. Das wird jetzt ultra... Das wird echt extrem hart. Es wäre ja schon geil, Mann, im Atomzeitalter. Schnellere Flugzeugproduktion hier. Wodurch kriegt man das nochmal Pentagon, glaube ich. Natürlich ist das eine geile Sache, aber irgendwo sage ich mir selbst auch immer, weiß ich nicht, irgendwo bringt mir das nichts, wenn das Flugzeug schneller dadurch gebaut wird. Da hole ich mir lieber einen Bewohner mehr. Und dann gegen Ende, wenn man alles fertig gebaut hat, kann man auch wieder das Weltwunder wechseln. Ach, keine Ahnung. Es gibt für alles für und wieder Dings. Jetzt wäre eine Flugzeugtrainingsreduktion natürlich enorm sexy. Aber meistens brauche ich die einfach nicht. Zum Beispiel mit Räubern, wenn ich dann farme. So, umschulen, das heißt mindestens noch 50 Minuten bis zu meinem Weltkriegsangriff. Mies. Boah, hängt es. 5, 6, 6 Sekunden hat es gegangen. Es wird irgendwie immer länger, wenn ich einmal so richtig aktiv am Zocken bin. Umso länger das Spiel, umso länger man das durchgehend anhat, desto schlimmer. Und meine Mörser werden nicht fertig. Oh, genau wie ich gesagt habe, umso länger oder umso öfter man on ist tagsüber, umso mehr fällt einem auf, wie lange das dauert. Wäre ich jetzt 2 Tage nicht on, wird sich das anfühlen wie fertiggestellt. Aber jetzt fühlt es sich so an, ich gucke jeden Tag 5-mal auf den Mörser drauf und der wird einfach nicht schneller fertig. Bin so froh, wenn ich die durch habe und wenn da endlich so Dildo-Mörser draus geworden sind. Oh, ich habe neue Apfelbäume und mir fehlt auch noch Apfelwein. Ich werde gleich auch wieder Apfelwein brauchen, weil ich meine Söldner rausballer im Weltkrieg. David hat übrigens schon seinen ersten General im Panzer, also gelevelten General auf 21, sein geplatzter Napoleon. Da bin ich extrem neidisch drauf. Ich will auch, dass die in Panzern rumfahren. Und nicht, weil es mir irgendwas bringt. Das ist ja eine rein optische Sache, ne? Also die Werte werden ja, egal ob du die jetzt auf Level 19 verbesserst oder auf Level 21 verbesserst, sodass dein Panzer unterm Arsch hat, die Werte werden ja nicht besser. Abbrechen? 3 Stunden für einen Apfelbaum? Dein Ernst? Ah, das hatten wir ja schon mal. Die Werte werden ja nicht besser. Die verbessern sich ja egal, auf welche Stufe du die verbesserst. Aber das sieht so cool aus, wenn die einen Panzer haben. Nee. Krasse Basis überaus. Über das hinaus, wie auch immer. Ja, alles über 300.000 ist lecker. Kann man sofort einfach mitnehmen. Und hier kann ich sogar einen tricky Trick machen. Nein, kann ich nicht. Nein! Oh, kacke. Oh, jetzt muss ich hier übelst alle Truppen verstreut setzen. Boah, die Waldverteidiger waren sofort da. Die haben mir jetzt richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alter. Manchmal, wie Son Goku, machen die einfach momentane Teleportation und stehen sofort neben dir. Da kriege ich immer einen Panikanfall, gerade wenn das ein Weltkrieg ist. Warum ist das bitte so? Warum kann es keinen festen Punkt für Waldverteidiger geben? Quasi, dass man sagt, immer Waldverteidiger, wenn du irgendwo startest, starten die, weiß ich nicht, 60 Grad versetzt am nächsten Waldrand. Das wäre doch mega geil, aber ist nicht so.
Manchmal starten die 500 Kilometer weiter entfernt irgendwo hier oben und dann kommen die erst an, wenn das ganze Gefecht vorbei ist. Die komplette Karte ist schon kaputt, kommen dann noch drei Ponys aus dem Wald geritten. Klasse. Und manchmal stehen sie halt wie gerade direkt neben dir. Du hast das Gefühl, Son Goku bekämpft dich. Egal, wir brauchen noch 800.000, würde ich sagen. Ein bisschen weniger wahrscheinlich. 700.000. Ein bisschen weniger, 900.000. Und dann geht das nächste Mauerstück schon wieder hoch. Dann sind wir, glaube ich, schon beim Mauerstück 40 oder 41 müssten wir dann schon sein. In Summe. Ich muss jetzt mal rausversammeln, sonst fängt das Katapult gleich schon an zu schießen. Dann dürfte das Versammeln auch wieder frei sein, bevor wir beim Katapult ankommen. Ja, 15 Sekunden. Oh, das wird knapp. Die machen die Gebäude zu schnell kaputt. Klappt nicht ganz. Dann muss ich jetzt noch einmal das Flugzeug auf den Turm versammeln und danach das Flugzeug aufs Katapult. 7, 6. Kommt ganz knapp nicht hin. Ich bin ein bisschen zu früh. Da wird schießt das Katapult schon. Feuer, Feuer. Danke. Speed Rally. Hat nicht geklappt. Okay. Ich wollte eigentlich auf das Taj Mahal Speed versammeln. Okay. Für alle interessierten Heimwerker unter euch, ich habe gerade einfach mal meine Fensterjalousie gebumst. Und zwar wollte ich übel schnell währenddessen hier der Multiplayer-Bildschirm. Nein, jetzt habe ich die Artillerie zuerst gesetzt. Boah, Glück, dass da nichts Dickes rauskam. Kacke. Boah, Kacke. Ach, so, jetzt sammeln. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte übel schnell währenddessen der Multiplayer-Bildschirm geladen hat. Von meinem Bett runter. Das hat auch noch sehr schnell geklappt. Alles mega elegant. Problem war dann, ich wollte das Fenster zumachen, da habe ich die scheiß Jalousie von meinem Fenster abgerissen. Und jetzt ist mein Fenster halb zu und halb offen. Das ist gut im Winter. Das fördert die Durchblutung, Kapillarisierung. Und ich habe eine Artillerie verloren. Irgendwann, früher oder später, muss es dazu kommen. Muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, wo laufen meine Truppen lang? Oh, wie mache ich das denn jetzt? Boah, das wird, glaube ich... Boah, keine Ahnung, dass ich es mache. Ich glaube, da fliege ich jetzt einfach 17 Mal über diesen Mörser drüber, bis das der kaputt ist. Bis das der platt ist. Stimmt, das Flugzeug wird ja nicht sonderlich beschossen. Der Einflugwinkel ist relativ gut. Das ist übrigens wieder so eine mega hammer super gute Basis. Die ist so durchdacht. Also da sieht man, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Keine Ahnung, warum man so eine Basis baut. Also echt, soll absolut nichts gegen den Erfinder der Basis sein. Aber was hast du dir dabei gedacht, mein Freund? Klar, hast du da dreifach jetzt Mauern um deine Ressourcengebäude drumherum, aber die Mauern sind ja nur ein Zeitfaktor. Die sollen den Feind ja nicht komplett aufhalten, sondern einfach nur verlangsamen. Das verstehen, glaube ich, viele nicht. Weil natürlich braucht man es länger, um seine Ressourcen ranzukommen, aber die Verteidigungsgebäude, wie ihr gerade seht, sind ja relativ schnell alle futsch. Und das bedeutet dann letzten Endes, ist es absolut nur ein Zeitfaktor, bis dass der Feind an deinen Ressourcen dran ist. Und durch die Mauern durch kommt jeder. Ist egal, ob da einfach nur ein Bogenschütze davor steht oder eine dicke Artillerie. Vor allem können Fernkämpfer ja sogar noch über die Mauern schießen, habe ich gar nicht dran gedacht. Guck mal, die Truppen schießen ja sogar alle noch drüber. So, noch 300 oder 400.000. Wir sind bei 41 Minuten. Boah, wie perfekt getimed. Ich sag jetzt mal, ich hätte das alles geplant, dass wir bei der Zeit rauskommen. Ich habe es nicht geplant. Es war absoluter Zufall. Warum habt ihr da jetzt die Mauer kaputt gemacht? War das euer Ernst? Musstet ihr die Mauer jetzt kaputt machen, um hier vorne die Falle zu inspizieren? Da ist kein Gebäude mehr drin. Und keiner von euch wird mir erzählen, der schnellste Weg zu den Goldhaufen ist durch die Mauern durch. Das erzählt mir bitte keiner. Sonst seid ihr alles fristlos entlassen. So, alles putt machen. Wir müssen weiter. So. Wie viel gab's jetzt? Ach, ja. Ja. Das merkt man jetzt, dass die Artillerie neu... Oh, wir haben 24 Diamanten, sehe ich gerade. Heißt, wir gehen wieder nur auf 3 und 2 Sterner jetzt. Und ich glaube, ich schau... Hallo. Ich glaube, ich schau mal, ob ich hier vorne noch ein paar Öllieferungen kaufe. Wie viel Platz habe ich jetzt für Segen? Einen Platz. Oh, da kommt das Schiffchen. Ja, Leder. Ja! Mein nächster Ölsegen ist gerettet. Ich habe wieder 12 Leder. Ich kann 2 Ölsegen anmachen. Boah. Danke, Spiel. Sonst schickt mir das Spiel immer nur 100 Eisen oder sowas. Egal. Ich habe einen Platz für einen Segen, einen zweiten Platz. Da passt aber noch eine Öllieferung hin, sehe ich gerade. Ich habe, glaube ich, jetzt 200 Öllieferungen. Das ist ein bisschen viel. Ja, das könnte man so sagen. Aber ich bin auch ein Messi, ich darf das.
Ja, ich darf das. Zwei Plätze für Segen. Mach hinne. Mach hinne, komm. Komm, komm. Oh. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Plätze für Segen haben wir jetzt. Eigentlich doch viel zu viel. Oder wie viel Segen brauche ich denn? Fünf maximal. Das heißt, das hier vorne können wir noch komplett zukleistern. Und dann kann ich euch sagen, Leute, meine Basis ist wieder so erfolgreich zugemüllt. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe gerade so den Platz, den ich brauche, wie ihr schon seht. Ich kann vielleicht noch ein, zwei Platz gewinnen, indem ich eine Falle von einer Leerfläche runternehme und auf eine Straße stelle. Dadurch gewinne ich natürlich einen Platz. Aber alles in allem habe ich sehr viel gerodet, würde ich sagen. Und trotzdem ist meine Basis absolut dicht jetzt. Da passen gerade so noch die Segen hin. Da musste ich ja gerade schon nachzählen, wie ihr gesehen habt. Und dann ist das Ding auch schon zu. Ja. So viel zu dem Thema. Aber ich bin auf jeden Fall, kann ich mich nicht beklagen. Öl habe ich genug. Was war hier noch? Fernkämpfer ab Itza. Kriegst du auch. Da müssen wir einmal kurz gucken. In der WhatsApp-Gruppe hat wohl, glaube ich, jemand was gedödelt. Bouldern, 18:30. Irgendwas zum Advent. Und wer es schon hat, gucken, dass die Panzer. Okay, das hatten wir eben schon. So, dann kommen 4 Millionen, noch 200.000. Yes! Danke, lieber Gott. Manchmal meinst du es auch gut mit mir. Ich glaube zwar nicht an dich, aber ich habe jetzt einfach mal Danke gesagt. Dann greifen wir von hier an. Jetzt hat das Truppen setzen, erstaunlicherweise geklappt. Ja. Die machen den Mörser, das Ding einfach nicht platt. Ey, muss ich jetzt schon auf den Mörser versammeln. Jo, hat geklappt. Wo sind die anderen beiden Mörser? Der steht neben der Burg, richtig unangenehm. Aber auf den hier kann ich, glaube ich, ganz gut versammeln. Ja, Flugzeug fliegt so ein bisschen über den Turm drüber, aber einen zweiten Anflug kriege ich schon noch locker hin. Oh, und er ist über die Burg geflogen. Dann muss ich meine Nahkämpfer opfern für den Turm. Und weg mit dem Mörser. Danke. Ich werde das Ganze jetzt einfach umgehen, indem ich meine Truppen hier an der anderen Seite versammle. Dann habe ich meine Nahkämpfer nicht verloren, vorerst. Die gehen gleich so oder so drauf. Und ich kann natürlich von der Seite aus hier auf den Mörser angreifen und muss nicht über die Burg. Enormer Vorteil, weil hier steht auch noch eine Redoute und ein Turm. Wir sind doch, glaube ich, auf jeden Fall schon safe. 170.000 können wir noch kriegen. Wir sind schon bei 4,2 Millionen dann. Wir brauchen nur 4,2 Millionen im Notfall, weil ich habe in den Kommandoposten noch. Meine Schatzkammer regeneriert leider gerade. Die habe ich irgendwann gestern Abend noch für ein Stück Mauer benutzt. Also ich bin im Moment wieder bei über einem Stück Mauer pro Tag. Ich muss die Redoute noch weg sein. Komm, mach die Redoute weg. Sonst kann ich nicht versammeln. Sie laufen natürlich in die Redoute. Mach die weg. Mach die doch weg. Alter. Und hin da. Perfekt getroffen. Aua. Das war natürlich blöd. Der Mörser hat natürlich auf meine Nahkämpfer geschossen. Und weil die im Verzug vor meinen anderen Truppen laufen, hat der Mörser dadurch ungewollt perfekt meine anderen Truppen getroffen. Und darum halte ich zum Beispiel absolut nichts davon, Nahkämpfer mitzunehmen. Und auch Panzer finde ich manchmal ziemlich kritisch, weil die machen ja dasselbe. Die fahren vorweg, Mörser schießt auf die vorwegfahrenden Truppen und trifft die dahinterfahrenden Truppen aus Versehen. Ein richtiger Dulli-Mörser. So, oh, was habe ich da gemacht? So. Speed Rally. Oh, wir haben wieder 5 Sterne gemacht. Alter, ich komme gar nicht mehr klar auf mein Leben. Aber wir können ja auch wieder Diamanten aufnehmen. Also so schlimm war es nicht. So. Schauen wir mal, wie lange hält der Ausbildungswegen denn noch? Ich glaube, wir können sogar die 5 Millionen vollfarmen. Dann muss ich den Kommandoposten nicht mal nehmen. 3 Stunden. Genau, das ist kein Bug. Super, kann ich mich drauf verlassen. Nein! Bestimmt nicht. Ja, schon deutlich, deutlich eher. Von wo machen wir es denn? Ich denke von hier unten. Und dann müssen wir einen richtigen Move hinlegen, weil wir nur ein Flugzeug haben. Boah, ich glaube jetzt... Entweder gibt das jetzt einen mega epischen Matrix-Move oder ich verkack's jetzt richtig. Aber wir sind ja nach bei 4,8 Millionen. Mit der Straße dürfte ich dann, glaube ich, sogar ohne Kommandoposten auf die 5 kommen. Jetzt muss ich hier einen mega, mega epischen Matrix-Move hinlegen. Darauf das Flugzeug und versammeln auf den hinteren Mörser. Guckt euch das mal an. Yeah! Ja! Boah, Junge! Der war episch. So kann man 2 Mörser richtig geil ausschalten. Ich glaube, nicht einer von denen hat richtig getroffen. Ich muss jetzt aber echt gerade kurzzeitig den Atem anhalten. Wäre das in die Hose gegangen, wären die Truppen nämlich tot und ich hätte trotzdem keinen Loot.
Das wäre dann so Fail hoch 10. Mein zweites Flugzeug... mein Flugzeug geht gerade auch kaputt. Oh, oh. Nein. Ach, es lebt noch. Die Truppen sind wieder übelst am Hängen, weil sie aufs Stadtzentrum schießen. Ich muss die mal verlangsamen. Kommt mal hier raus. Macht das nicht kaputt. Macht das nicht kaputt. Das ist nicht von euch. Macht das nicht kaputt. Ey. Boah, knapp. Ausgelöst haben sie es auch noch. Wie sie das jetzt ausgelöst haben, ist mir natürlich mal ein Rätsel. Die waren ja in 4 Entfernung zum Stadtzentrum. Den schnellen Sieg haben sie sich jetzt trotzdem noch geholt. Keine Ahnung, Mann. Absolut unberechenbar, die Bengals. Ja. Dann machen wir Boss Kingdom. Wohl einfach platt. Boss Kingdom. Ich glaube, der ist 7. 8. 12. Sagen wir mal erst 12. Wir könnten sogar nicht das Stadtzentrum übrig lassen. Dann gucken wir mal, ob wir hier nur die Verteidigungsgebäude platt bekommen, indem wir hier einfach hochversammeln. Das wäre natürlich mega krass, wenn wir das Stadtzentrum jetzt übrig gelassen bekommen. Dann wären wir am Ende bei schneller Sieg. 3 Sternen. Aber ich glaube, die machen gleich das Stadtzentrum platt. Noch eine neue Nachricht. Ein Daumen. Mhm. Letzter Mürser. Oh, habe ich ganz vergessen. Der lebt ja noch. Ich habe ja keine 2 Flugzeuge mehr. Nein, mein letztes Flugzeug. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Ey. Oh, er hat auf den Turm geschossen. Boah, war das knapp. Alter, das Stadtzentrum ist gerade auch übrigens platt gegangen. Aber dafür hatte ich kein Auge. Boah, war das knapp. Ey, das war jetzt... Da habe ich Glück gehabt.